So, hallo Leute und willkommen zurück zu den nächsten Runde, beziehungsweise der nächsten Runde von Death Swap. Wie ihr seht, diesmal sind wir nur zu zweit da, und zwar der Vogel da hinten. Hallo, hier unten. Ja, das wollte er jetzt unbedingt machen, sich hinterm Baum sterben lassen, nur dass ich es nicht sehen kann. Ihr seht jetzt auch noch... Da war ein Ozelot. Ihr seht jetzt auch gleich noch, oder gerade eine Neuerung, und zwar unten links im Video seht ihr den Titel der Musik, der gerade im Hintergrund läuft, im Endeffekt. Bei mir nicht. Das ich bin mir nicht sicher, ob man die Musik überhaupt hört, weil sie ist sehr leise. Ja, bei mir auch. Aber egal, ich werde jetzt mal die Zeit resetten und dann werde ich Death Swap mal starten. Ich war ein Grabständer und hab dir deine Blume abgeschmückt und hab sie dir jetzt in die Hand gedrückt. Nein! Ah, noch geschafft. Was geht ab? Ich habe die Blume nochmal hingestellt. Doch nein. Also Deathswap dürftet ihr ja mittlerweile kennen. Die nächsten Runden werden anscheinend erstmal nur mit Javaman vollzogen, da Wolfie keine Lust, beziehungsweise keine Zeit hat, ich sag's mal lieber so. Oh, och. Lieblingsgegend. Er ist wieder im Meer. Quatsch. Meer wäre ja schwul, aber das hier, das nenne ich eine Insel. Wahrscheinlich so eine Insel, wo ein Bambusstab drauf ist, so also ein Zuckerrohr, aber sonst nichts. Boah, das wäre schon geil, so ein Bambusstab, ey. Ey, wir könnten ja so eine Art Binnengesellschaft eröffnen, wo wir handeln. Ich handle mit Sand und Tintenfischen. Was, ich handle mit deiner Mutter. Ja, geil. Oh geil, ich habe Lehm. Ja, also baust du gleich ein Häuschen, oder wie? Schmilzt du? Baust du da so ein schönes Ding hin? Wäre geil, ne? Ohne Scheiße, ich brauche gerade Leben, aber ich habe hier nichts zu tun. Wechsel. Fuck. Yep. Okay. Er wollte mich jetzt schon killen, oder was? Krass. Nein, ich wollte dich eingraben, damit du nicht in Holz kommst. Wie gemein. Ich grab dich gleich auch mal ein. Tust du doch sowieso. Oh yeah. Ja, ich denke mal, jetzt geht das erstmal wieder mit dem Gewohnten. Ich fahre mir ein paar Sachen zusammen und versuche dann irgendwelche dreckigen Fallen, die meistens eh nicht kommen. Also aus meiner Seite jetzt zumindest. Ja, das wird ja wahrscheinlich, denke ich mal, von beiden Seiten jetzt gleich so ablaufen. Ich finde das voll krank, wenn du die Videos siehst, ne, wenn ich sie hochlade im Endeffekt, dann sind die einfach astrein, auch von der Helligkeit her in die so Minen, ne? Aber wenn ich da spiele, ich sehe gar nichts in so eine scheiß Mine. Ja, ich weiß jetzt auch noch nicht, wie es ist. Also jetzt ist ja bei mir gerade eine große Umstrukturierung. Vielleicht sieht man das auf meinem Kanal hier nie, weil es zu krass ruckelt oder so. Weiß ich nicht. Eventuell ist es als Datei besser, als wie es jetzt gerade aussieht. Ich sag mal so, du hast auf jeden Fall keine... Oh, danke für den Holzklumpen und bitte für den Steinklumpen. Och, der Steinklumpen ist mir was wert. Hast du dir schon ein krasses Werkzeug gemacht, oder? Ich bin gerade dabei. Ja, ich werde es auf jeden Fall auch auf der Insel hier genießen, ne? Ich habe jetzt genug Holz, um mir hier was zu machen. Dafür ist das hier, glaube ich, da. Immer einmal chillen und der andere hat Zeit, was zu machen aus seinem Leben. Ja, der auf der Insel kann ja sowieso kaum was machen. Eben. Was mache ich denn? Hups. Oh, geil. Ich wollte gerade meine Werkbank hinstellen und habe es gerade noch nicht gemacht. Was haben wir schon mal ein bisschen davon? Ich weiß gar nicht, was ich hier mache eigentlich. Gerade auch nicht. Ich hab gerade genug Holz. Ist jetzt gerade so ein bisschen so sinnfrei, was ich hier gerade. Ja, bei mir gerade auch irgendwie. Vor allem diese scheiß kleine Insel, Alter, die geht mir gerade voll auf den Sack. Ey, die ist voll geil. Jetzt stirb. Was? Warum sollte ich sterben? Ja, das ist der Sinn des Spiels. Ja, aber das tut doch weh, habe ich gehört. Aha. Ach, mein zweiter Name ist Bear Grylls, mich kann gar nichts töten. Und ich dachte Java-Frau. Nee, das ist nur privat. Hey, das darfst du nicht verraten, das wird vielleicht hochgeladen. Die Java. Ah Gott. Ist jetzt runtergefallen? Weil ich gerade vom Baum zu Baum gesprungen bin. Nein, ich stand auf einem Blätterhaufen. Das wäre nämlich cool gewesen. Dann würde ich mir irgendwann echt immer so eine Todesklippe aussuchen. Du fällst dann einfach so mitten in meinem Sprung. Ja, aber wenn du das zu oft machst oder so, dann würde ich halt einfach nur dauerhaft geduckt laufen. Auch wieder wahr. Nein! Oh,
Holz. Nein, echt, das ist alles weg. Boah, jetzt lag's bei mir auch gerade noch. Hey, du hast mich im Baum festgebackt. Ich bin gut, ne? Das war nicht. Das war nie im Leben gewollt. Oh, ja, das war natürlich sehr clever. Wie jede meiner Aktion. Ja, das glaube ich ja sogar gewusst. Jetzt darf ich mir neues Holz holen. Fuck. Jawohl. Warum bugge ich denn immer so krass fest in dem ersten Moment? Ich finde es gut, es verschafft mir mehr Zeit. Warum baust du die Insel ab? Damit du mir da keine Falle bauen kannst. Warum tust du das? Jetzt müsste man schnell hier so das alles bauen können, aber das kann ich einfach nicht. Kann ich auch nicht. Also man sieht es in meinen Aufnahmen oder so. Also wir sind beide keine Pros in diesem Modus oder so. Ich denke mal, das merkt man. Ey, nein! Hast du überhaupt schon Werkzeug fertig gekriegt? Nein, ich habe es aber dreimal schon versucht. Boah, ich sammle immer nur neues Holz. Ich will doch nur eine fucking hölzerne Spitzhacke. Und du baust mir das immer direkt ab, so der Ultra-Penner. Natürlich. Und hör auf, jetzt die Insel abzubauen. Ich habe sonst keine Zuflucht. Ist doch der Sinn der Sache. Ich habe etwas, was du nicht hast. AIDS? Das ist deine Standardantwort darauf, oder? Natürlich. Das sieht irgendwie sau cool aus, weil ich hier bin. Ich meinte eine Lebensmittelvergiftung. Die hast du nämlich nicht. Ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe, dass das Wasser so fließt, aber ich find's cool. Ich will's auch sehen. Aha. Give me more KFC. Alter, was mache ich hier für eine Scheiße eigentlich? Keine Ahnung. Aber jetzt gleich spawnen Mobs, dann hat das wenigstens so eine eigene Schwierigkeit so ein bisschen. In einem der Parts, das wirst du auf deinem Kanal nie gesehen haben, da habe ich mir eine richtig geile Lederrüstung gebaut, um die Mobs zu besiegen, das, als ich dich dann die Schleimbälle locken wollte. Okay. Erinnere dich. Das war cool, ich habe nichts anderes gemacht gehabt und du hast mir eine Falle gestellt und ich bin gestorben. Ich habe nichts anderes gemacht. Ich habe die ganze Zeit Kühe gefarmt. Ups. Wow. Ey, wie uncool. Jetzt dampft er mich hier unter Wasser. Ich habe die Höhle gerade durch Zufall gefunden. Die habe ich am Anfang irgendwann gebaut, um Stein zu farmen. Das ist doch keine Höhle, das ist ein Minigang. Dann war's. Ja, Stein zu farmen. Da sind Spinnen und Creepers, die gehe ich mal aus dem Weg. Ey, du hast die Insel abgetragen. Ja. Fällt aber früh auf. Immerhin ist es mir aufgefallen. Das ist eigentlich das Dümmste, was ich mache. Leute, wenn ihr anfangt Minecraft zu spielen, macht nie das, was ich hier gerade mache. Ey, das sieht so aus wie so eine krasse. Ey, ganz ehrlich, jetzt wo ich auf. Des Planeten Neptun. Jetzt wo ich auf Fullscreen spiele, ne? Siehst du auch mal, was scheiße, ich hab dir das mal nicht gesagt. Ey, ohne Scheiß, wie dumm. Neben der kleinen Mini-Insel ist einfach mal eine richtige Insel. Warum sind wir da nicht die ganze Zeit hingegangen? Die sieht man sogar direkt. Hui. Hui. Hallo, toll, tauscht der mal wieder. Boah, kannst du die. Ja, genau, jetzt tauscht der, weißt du? Ja, okay, ich sehe noch nichts, aber ich brenne. So muss das. Hä? Hier gibt's ja nicht mal was zum Stehen. Doch, direkt neben mir. Oh, wie dumm. Nein. Das ist jetzt nicht dein Ernst, ne? Ja, es verbrannt.
Die Welt hat noch nicht gespawnt, ich habe nichts gesehen. Wie schnell hast du denn Lava gefunden? Ich habe mich einfach gerade runtergegraben. Boah. Und darum sagte ich, für Leute, die gerade Minecraft anfangen zu spielen, das ist etwas, was man nie machen darf, sich gerade runtergraben. Das stimmt. Ich habe mir gerade so ein geiles Imperium aufgebaut aus Lehm. Innerlich. Weil das Problem an gerade runtergraben und auch gerade hochgraben, Leute, ist der, dass wenn über euch oder unter euch Lava ist, ihr eigentlich voll im Arsch seid. Weil ihr dann reinfallt. Wenn du runtergraben? Ja, klar. Ich bin ja in eine Höhle gelandet, dann ein Stück weiter gelaufen und dann war da die Lava und hab dann alles mit Sand zugebaut, sodass du noch reinfallen kannst. Mhm. Naja gut, ich würde sagen, das war's mit der Runde. Jo. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal, während ich hier belagert werde von kleinen Mistviechern. So. Genau das. Tschüss.